Dafür haben wir keine Munition mehr, oder? Okay. Das ist natürlich blöd. So, für die Pumpgun nichts mehr haben, aber für die Flinte. Müssen wir Scharfschützenmunition nehmen. Bräuchte noch mehr Munition. Das ist ein bisschen blöd. 30 Pistolenschuss, 60 Pistolenschuss haben wir. 61. Ein Scharfschützen zusätzlich noch dazu. Also Bosskampf weiß ich nicht, ob ich den mit Pistolen und so machen will. So, wo geht's denn jetzt lang? Schon Munition verschwendet. Ach nö. Wie kam denn das jetzt? Ah, Munition nehme ich gerne mit. Da liegt ja irgendwo auf dem Weg noch Munition rum. Und war noch mal die Sprint-Taste. Können wir wohl nicht mehr. Ich schätze mal hier entlang. Wach! Lasst mich in Ruhe! Nicht jetzt. Ich will keine Munition an euch verschwenden. Wunderschöne Tochter. Das sieht doch ziemlich final aus. Komm zu mir. Mutter Miranda. Eva. Bist du es? Oh. Oh, ich habe dich so vermisst. Was? Meine Kräfte verlassen mich! Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose! Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Was? Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Du hast deinen Zweck erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyzeten zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um die kleine Rose. Bei dir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Ich werde mal lieber... Du kannst also in Frieden gehen. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davon kommen.
Jetzt müssen wir mal treffen. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann, okay. Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Wir müssen die doch irgendwie treffen können. Kacke. Du hältst mich nicht auf. Oh je. Ins Gesicht. Das war's für dich. Jetzt stirb. Nur zum Mika. Ach du Scheiße. Noch keine Heilung. Ja, klar. Und dich komplett austicken lassen. Spüre den Zorn der Finsternis. Oh, Kacke. Wechseln. Vielleicht noch ein paar Schuss. Komm, was? Das zum Thema Finsternis. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Schlaf jetzt. Den Teufel werf ich. Wenn ich Rose mit dem Megamyzeten vereine, wo ist sie denn? Wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. Ehrlich. 100 Jahre. Ich brauche mal Heilung. Habe ich gewartet. 100! Für diesen Tag. Ich hab gesagt, Heilung. Du musst doch irgendwie tot zu kriegen sein. Irgendwas bringt das, ja. Warum mischst du dich ein? So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Ich weiß nicht, ob ich genug Heilung dazu habe. Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt. Bringt das denn überhaupt irgendwas? Müssen wir eine andere Taktik nehmen. Scharfschützenmunition. Ich habe alle, was ich kriegen kann. Das hätte das was geholfen. Ich habe noch ein bisschen Munition. Ich werde meine Tochter wiedersehen. Ein bisschen Munition auf dem Boden. Du zuerst. Wie wär's hiermit? Die Dorfbewohner, die vier neuen Kinder. Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern. Schon mal das Problem bei dir selbst gesucht? Stirbt die noch irgendwann? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig. Dann geht nämlich die Munition aus. Dein Tod ist bereits besiegt. Wofür kämpfst du? Okay, ich hab keine Munition mehr. Widerlich, dieser Lebenswille. Es scheint aber was zu bringen. Irgendwie. Kriegt auch Munition hier zugesteckt, also wird das einen Sinn schon haben. Zeig Respekt! Und sie zuckt auch zurück. Das ist dein Ende! Es fühlt sich nicht so an, als würde das was bringen, aber scheint trotzdem was zu bringen. Nur um wirklich sicher zu gehen. Verfickt!
ins Gesicht. Ganz im Ernst, ich will jetzt hier nicht die Stimmung verderben, aber da waren die anderen Bosskämpfe episch. Rose! Ganz aus Schimmel. Ist das doch wahr? Und nicht nur ein Traum. Ethan! Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Kommt wieder zu sich. Ethan, das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. Komm, zögert das nicht heraus. Wir müssen es doch beide. Komm weiter, Ethan. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia? Ich ging einfach sein Gesicht immer noch nicht zu sehen. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Ethan hat das mein Gesicht. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Verdammt. So viel dafür gegeben, seine Tochter wieder zu sehen. Und jetzt. Jetzt das. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Tod. Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mir hinsetzen und anschneiden. Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist. Er würde uns nie im Stich lassen. Sag mir, was los ist. Wo? Da war er. Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er?
Chris! Was hast du getan? Er ist tot! Ich kannte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss! Sieh dir das an! Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Da sind wir durch. Das war Resident Evil Village. Wir haben was durchgespielt. Das Ende war jetzt erstaunlich unintensiv. Auch wenn es ein bisschen berührend war, mit Ethan, der sein Leben gelassen hat. Aber ein bisschen verwirrend, hat er sein Leben, war das jetzt ein Traum oder war das wirklich, das ist so ein bisschen, naja. Irgendwie wurde dann aufgelöst, dass das dann doch irgendwie ein Traum gewesen ist, weil der im Wagen vom Duke wieder aufgewacht ist. Und dann war der Bosskampf, der unintensivste, der schwächste von diesem ganzen Spiel war. Und da fand ich Mutter Miranda und Heisenberg schon deutlich. Ich meine, ich habe auch auf leichten Spielmodus gespielt, also die, auch der Heisenberg-Bosskampf und Mutter Miranda waren. Ja. Ich habe mir manchmal überlegt, ich hätte die Schwierigkeit eine Stufe höher stellen können auf normal. Damit, also manchmal waren die Bosskämpfe ein bisschen zu leicht, aber ich habe gesagt, ich spiele das auf leicht durch, weil mir geht's. Ich mache lieber einen Bosskampf beim ersten Versuch durch mit Leichtigkeit als danach ein 15. Mal noch festzustecken. Ja. Es gab schon manche Stellen im Spiel, die auch ohne Schwierigkeit für Stress gesorgt haben. Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief: Rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Aha. Es ist gerade Mutter Miranda in dem... Nicht Mutter Miranda, sondern Lady Dimitrescu, das war das, was ich sagen wollte. Der Kampf gegen Lady Dimitrescu. Und gerade auch die Sache in dem Schloss, dass die ihn verfolgt und so weiter. Der hat mich am meisten gekillt. Das war die riesige Vampir-Lady, die dann durchs Schloss starkst und die dann hinterher trödelt. Das ist doch so ein bisschen.
Das ist Horror, das Horror, den ich mag. Das ist der so ein. Und das Baby bei der. Das Schleimbaby wird bei der. Bei der Benevento hieß die, glaube ich, die Puppe. Also so Verfolgungsszene, das war intensiv. Der Bosskampf gegen Lady Dimitrescu fand ich, der war der beste. Ja. Der Endkampf jetzt. Der Bosskampf gegen Mutter Miranda. Naja. War der jetzt infiziert mit dem Pilz und hatte deswegen eine Chance? Hat sich deswegen jetzt geopfert? Oder war der eh schon tot, wie es halt in dem Traum war? Wenn ja, wenn er nur infiziert war und noch eine Chance gehabt hätte, was hatte dann dieser Traum zu bedeuten? Und wenn der Traum echt war und der wirklich tot ist und dann. Und was hat. Warum ist dann. Ja, ich verstehe es noch nicht so ganz. Das Ende war jetzt ein bisschen verwirrend. Scheint ja irgendwie dann noch gelebt zu haben. Der hätte sich ja gar nicht. Sein Opfer war ja komplett. Das ist. Die hätten einfach mit ihm. Also das. Ist am Ende, er hat sich geopfert, damit wir fliehen konnten. Das wäre ja. Ist ja völlig. Völlig schwachsinnig. Ich meine. Das riesige Tentakel-Ding, irgendwie hatten wir mit Miranda ja noch gelebt. Und mit diesem großen, das große, oder zumindest der, mit Miranda nicht, aber diese Krankheit, dieser Virus hat irgendwie noch gelebt. Da gab es diese große Tentakel, diese große, das große Schnauzer mit dem, das hat ja irgendwie noch, wo der, das Embryo, was Lukas den Zünder reingetan hat, die Bombe reingetan hat. Das hätten die ja einfach. Gut, vielleicht wäre es passiert, dass der denn irgendwie den Hubschrauber festgehalten hätte oder so weiter, aber so sah das nicht aus. Das sah nicht so aus, als wäre das Ding in der Lage gewesen, irgendwie den Hubschrauber festzuhalten. Also. Aus der Richtung immer davon ausgehen, dass der noch gelebt hat, der Ethan, würde ich sagen, hätte der auch noch mitkommen können und das einfach. Die hätten losfliegen können, während sie das ist ein paar Minuten in der Luft, weit weg hinter dem Dorf, draufdrücken, bumm. Fliegt das ganze Ding in die Luft. Ja, hier dieses, das war hier die. Der Parasit. Den Parasit hätten sie auch von weit weg, von weiter Entfernung hätten sie den. Da sehe ich nicht, warum Ethan sich geopfert hat. Es sei denn, er ist tot und er besteht nur noch aus Pilz. Dann kann er sich geopfert haben, damit er nicht noch andere infiziert oder dass das dennoch irgendwie. Wenn der selbst schon tot ist und selbst schon nur noch Pilz ist, dann macht der Traum keinen Sinn. Die Frage, warum war der beim Zug im Laden drin? Ja, ansonsten
Trotzdem, ich muss trotzdem sagen, gut, sehr gutes Spiel. Däumchen hoch für dieses Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Na, was denkst du? Kann der Junge den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren. Er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch. Aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß. Der Mond fühlt sich bestimmt nicht ja, wie ein Killerball an. Hi, Dad. Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Kleines Foreshadowing aufs DLC. Hier endet die Geschichte des Vaters. Naja, ich kenne schon ein bisschen was von der Story vom DLC. Naja. Ruhe, Freiheit, guter Vater. Okay. Ja, Schwierigkeit leicht. In 8 Stunden 27 Minuten haben wir es durchgespielt. Ja, hier haben wir die Boni. Die Herausforderungen. Einmal speichern. Joa. Und da haben wir die Hauptstory durchgespielt. Resident Evil Village. Resident Evil 8 ist vorbei. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part von Resident Evil Village wieder.
wenn wir das DLC spielen. Habt noch einen tollen Tag, YouTube. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao, ciao.